Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dimension 2, ihrem ungruseligen Langeweile-Generator. Ja, denn dieses Spiel ist... Das Einzige, was an diesem Spiel gruselig ist, ist alles außer der Horror selbst. Wir haben hier noch ein bisschen was gefunden. Genau, hier Dynamit, wofür auch immer das ist. Ich habe nicht genau eine Ahnung, wo es hier hingeht. Oder wo es hier allgemein überhaupt hingeht. Ich laufe einfach nur die Ziele irgendwie weitestgehend ab. Ich versuche es zumindest. Diese Tür sieht aus wie ein Bootschlüssel benötigt. Ah, tolles Deutsch. Diese Tür sieht aus wie ein Bootschlüssel. Ganz ehrlich, geh doch durch die Scheiben. Hier ist auch nichts mehr. Ehrlich, ich würde einfach gehen. Ich würde das freisprengen versuchen, wird wohl schwierig. Diese flachen Grafiken hier sind einfach irgendwie fast flach, ne? Ein bisschen Struktur da ja bekommt. Die sind der Wahnsinn hier. Wie gesagt, ich habe ja kein Problem damit, Spiele auf niedriger Grafik zu spielen. Oder wenn sie nicht ganz hoch oder detailliert ist. Aber wenn das Game Design selbst einfach kacke ist, dann wenn zum Beispiel so flache Strukturen, verstehst du? Hier so wirklich muss nicht sein. Jetzt sind die Viecher hier weg. Wollen wir hier noch über die Viecher jetzt? Wir werden wahrscheinlich irgendwann wieder zum Boot hin müssen. Was jetzt? So. Neutralisationsmittel, die Säure neutralisiert, prüfen. Das ist wohl der Bootsschlüssel. Ich habe vorher nicht gesehen, dass da ein Schlüssel drin war oder überhaupt, dass da irgendwas zum Interagieren vorhanden war. Komm, ich lasse sie. Wir werden die wahrscheinlich im Boot eh wieder brauchen. Und es ist ja nicht so, dass wir hier Batterien sammeln müssen, von daher. Völlig verschwenderisch sein. Was ist das eigentlich für ein Messer? Das fällt mir jetzt erst auf. Guck mal, hier haben sie die Balken richtig eckig gemacht, ne? Aber die anderen, die haben sie einfach nur so flach aufgesetzt. Warum? Simons Schlüssel hat die Tür. Und tschüss, wir fahren nach Hause. Das ist wahrscheinlich für den Aufzug. Yeah.
jetzt gleich. Komm nicht mal runter. Wäre ja auch blöd, aus 3 Meter Höhe auf Eis zu springen. Nicht, weil es vielleicht... Gehen wir jetzt mal gar nicht hin. Nicht, weil es dünn sein könnte oder sowas, sondern einfach nur, weil wenn du landest, ne? Du kriegst da keinen Halt. Du setzt dich eiskalt auf. Hier und da haben sie auch einfach nur keine Tiefe, einfach nur PNGs drauf geklatscht, so weißt du? Schade. Ich vermute mal, es kommen wahrscheinlich noch 2 oder so von diesen Visionen oder was auch immer das ist. Schnauze. Mensch, wo ist er denn? Ja, komm mal runter. Ach, jetzt. Ich hab grad die Waffe wechseln, weißt du? Ich hab grad die zwei, hab ich gesagt. Meine Fresse. Die Passkarte hier. Einschalten, einstellen und dann das Ende. William. Vorhin rausgekommen. Ich habe das jetzt vergessen. Da sind wir. Gut, wir müssen da gerade rein. Ach, ich hätte auch einfach wieder durchlaufen können. Krasse Animation. Noch nicht hier schon wieder. In den nee, hier kommen wir ja noch nicht rein, ne? Ich bin mir nicht sicher. Nein, falsch. Nachgeladen ist.
Ich kenne da einen guten Kieferorthopäden. Ich wette, wenn wir hier drunter durchlaufen, dann passiert nichts. Wollen wir jetzt für den... Ach nee, wir sollen ihn killen. Das tat wohl weh. Retry, okay. Wie wäre es, wenn wir es mal mit den Dynamitstangen versuchen? Weil wir müssen kaum Damage dann sonst. Ich nehme an, dass sie auch dafür da sind, dass die Dynamitstangen. Weil der latscht durch die Fallen ja einfach nur so durch. Damit rechnen wir kaum Damage an. Oh, ich bin doch gelaufen. Ja, kommen wir immer näher. Fatze. Oh, hat er mich gesagt. Oh, entschuldigt, aber es ist eindeutig mein Lieblingswort. Wenn ich fluche, fluche ich so gerne mit Hefe. Ah, wir müssen den direkt hitten. Hier, frisst das, Junge! Was? Ih! Der war doch noch so weit weg! Endlich mal ein Gegner mit Niveau. Jetzt haben wir den Weg freigesprengt. Papala. Aber gut zu wissen, dass wir das dann auch tun können. Na komm her, Schnäuzelchen. Da sind wir sauber durchgelaufen. Upsi. Er ging voll in die Fresse. Wir haben den Kiefer noch mehr demoliert, als er sowieso schon ist. Ich glaube, wenn wir immer so zwei Barrikaden hier jetzt... Ich habe Mikros an. Wenn wir immer so zwei, drei Barrikaden auslassen, um uns so den Vorsprung zu holen, ist das vielleicht ganz gut. Es sei denn, Schnäuzelchen wird schneller.
Maxi! Crouch doch, Mann, Junge, lauf! Ja, scheiß aufs Dynamit, da wir haben noch 14 Stangen. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Vorsprung rausholen. So, die hier, die nehmen wir mit. Ups. Ich hab. Okay, die Fallen töten uns zumindest nicht. Wie weit wirft denn der die Dinger? So lange, um die anzuzünden, Mann. Nur noch ein Hit, dann ist er wohl weg. Errungenschaft, Giant Killer. Jo, ich würde auch vor Scham im Erdboden versinken. Skorpion ist darauf eingraviert. Echt? Okay, wenn er meint. Eine lebhafte Fantasie der Million. Ah, jetzt können wir wohl in diesem rein. Ein seltsames Relikt. Chapter 5 Final Passage. Okay, yay. Oh, oh, wie mystisch das leuchtet. Guck es dir an. Guck es dir an. Wir schieben uns mal nochmal schnell ein paar Schmerzzäpfchen rein. Oder eher Gesundheitszäpfchen. Ganz ehrlich, ich würde dieser durchhängenden Stahlkonstruktion ja nicht trauen. Ich meine, so eine Hängebrücke hängt auch, aber... das hier ist sowohl eine... Die antike Waffe passt perfekt. Das ist eine Waffe?! Ganz gern eigentlich. Du bist schon Speicher. Wahrscheinlich sollen wir da jetzt keine Überspannung draufhauen. Wir sind so talentiert. Ich denke, das ist die Waffe. Thank you.
Das Relikt enthüllt den Weg, nicht nur durch den Leuchtturm. Erinnerst du dich an den Wachturm, William? William. Nicht erinnerst du dich an den Wachturm, bezeichnet William. Bevor wir gucken uns hier nochmal in Ruhe um. Was ist jetzt? Was ist das? Wir können an den Wänden langlaufen. Laufparcours! Okay, Speicherpunkt. Ja, wir schreiben. Und wir haben uns vorhin noch mal einmal viel reingezogen. Egal, wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi, ne? Wir sehen uns definitiv. Wehe nicht. Wehe nicht, Freundchen. Oder Fräulein. Oder was auch immer du gerne sein möchtest. Bis dann. Tschüssi.